So Leute, 6.30 Uhr, 5 Grad Außentemperatur, aber heute ist alles egal, denn jetzt geht es ab auf die Intertabak nach Dortmund. Eine der geilsten Shisha-Messen meiner Meinung nach, einfach super entspannt dort. Deswegen, Chris, Niklas, der gerade da aufs Auto zuläuft, Chris sitzt schon neben mir, und ich fahre jetzt los nach Dortmund auf eine der besten Shisha-Messen Deutschlands. Guten Morgen Leute, jetzt endlich vor dem Eingang, vor der Intertabak. Wir haben jetzt kurz vor 10, ich war eben schon ein bisschen drin, habe schon ein bisschen bei Adalia eben eine Pfeife geraucht, seht ihr gleich nochmal. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Rundgang. Hier ist der Haupteingang, aber das hier ist die Shisha-Halle und da gehen wir jetzt einfach mal rein und laufen so ein bisschen rum. Ja, aber nochmal, jeder muss seinen Ausstellerausweis am Mann haben. So, der Chris ist auch am Start und wir geben euch jetzt mal eine kleine Tour, wer hier alles so am Start ist. Ganz vorne direkt der bekannte Adalia-Stand. Man kennt ihn, die Pfeife, die da auf dem Tisch steht, die haben wir auch eben gerade geraucht mit Strawberry and Ice. Hier Al-Wazir direkt nebendran. Aber wir gehen einfach mal eine komplette Runde. Hier nebendran die wunderschönen Hustler-Pfeifen oder Hustler-Pfeifen. Ihr kennt sie ja schon aus den Videos. Da unten noch eine weiße Variante, finde ich auch sehr, sehr schön. Können wir gerade mal kurz hingehen. Ich würde aber wirklich nur einmal eine ganz kurze Runde drehen, dass ihr mal alles gesehen habt. Wir schauen uns einfach mal an, was hier alles so ist. Wird bestimmt noch an ein paar Ständen dann irgendwie was Genaueres geben. Shisha Booster kenne ich noch gar nicht. Wie gesagt, ist noch relativ früh, deswegen hier noch schöne Aufbauaktionen überall. Es sind auch an den meisten Ständen noch keine Pfeifen an und so. Aber einfach mal, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze hier aussieht, machen wir schon mal eine kleine Runde. Hier ist der True Passion Stand, kennt man auch schon aus den vergangenen Jahren. Hier ist der Flame Tobacco Stand, auch ein relativ großer Stand. Hätte ich jetzt gar nicht so groß erwartet. Al-Karyab Shisha, natürlich auch wieder am Start. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs schon da sind. Eben waren auch viele Aussteller noch gar nicht da, da waren die Stände komplett zu. Ihr seht es auch hier an diesen ganzen Display-Dingern. Teilweise wird halt wirklich noch aufgebaut. Da ist auch schon der Karim. Grüß dich, mein Lieber. Gut. Ja, sehr gut. Ich komme später mal rum, wir drehen noch eine Runde. Gerne, komm mal vorbei. So, wie gesagt, Flame auf der anderen Seite. Almani, Al-Karyab Shisha hier am Start. Hier ist nochmal Almani. Schön mit der Kohle am Start. Ich sehe auch gerade schon, da ist definitiv neue Kohle. Also muss alles nochmal getestet werden. Hier ist der Aladdin-Stand mit den ganzen MVP-Pfeifen. Wir kennen sie ja schon. Einige habt ihr ja auch schon bei mir auf dem Blog gesehen und auch in verschiedensten Posts gesehen. Aber da steht ja noch der Jonas. Ja, wie gesagt, wird es auf jeden Fall noch genaueren Content geben. Hier wieder der riesige, schöne Somo-Stand. Ja, da gucken wir auf jeden Fall nachher auch noch mal genauer hin. Hier ist dann El Badia. Das sind die Jungs, die zum Beispiel den... Na, wie heißt nochmal der krasse Aufsatz, der krasse Kopf, der Kazar, den vertreiben die. Hier Samara, es sind doch wirklich einige Marken am Start, die man noch gar nicht so kennt, also die jetzt in Deutschland nicht die bekanntesten sind. Shisha Sirup kenne ich jetzt auch noch gar nicht. Die haben jetzt hier gerade Steine stehen, aber auch Kohle und Tabak, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da gucken wir dann aber nochmal genauer vorbei, wie gesagt. Wir schauen uns das alles nochmal genauer an. Shisha Presso ist auch wieder am Start. Die waren ja auch schon letztes Jahr da, habe ich jetzt aber sonst noch nicht so gesehen. Mia, Maya, wie auch immer, ist auch am Start. Hier haben wir noch Titanium Tobacco, Pharaon Tobacco und Gorilla ist natürlich auch am Start hier auf der Messe. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal genauer Hallo sagen. Hier drüben ist Chaos und Tabu, da schauen wir dann safe auch nochmal vorbei. Ich merke schon, ich sage das bei fast jedem Stand. Hier sind so die Marken, die man noch gar nicht kennt. Tao Shisha, noch nicht gehört. Anscheinend irgendeine asiatische Marke, die auch irgendwelche Shishas produzieren. Können wir auf jeden Fall mal Gespräche führen. Ne? Wenn da die erste offizielle Shisha-WG-Pfeife in Kooperation kommt. Narine mit der Ignite-Kohle ist hier hinten. Dann ist hier auch noch Al-Safwa. Da haben wir auch letztes Jahr probiert. Da waren auch ein paar, die echt nicht verkehrt sind. Flavor. Aus Hookah, Seven Nights. Hier riesen African Queen,
Display da, riesiges Bonnie and Clyde Display. Hier ist Overdose, kenne ich auch noch nicht. Aber sind wir dann auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze so wird. Da seht ihr es, Overdose, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, es gibt viele coole Sachen, die man in Deutschland nicht so kennt. Zum Beispiel, also gut, den kennen einige schon, aber nicht jeder kennt den, den Haze Tobacco aus Amerika. Da gucken wir auf jeden Fall nochmal vorbei. Die haben auch sehr geile Flavor, die man, wie gesagt, noch kaum in Deutschland kennt. X-Racher kennt man selbstverständlich. Da hinten steht auch schon der Michael. Da bin ich auch gespannt. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Ich sehe da schon Dosen, die ich gar nicht kenne. Die blaue mit dem lilanen X und die rote mit dem blauen X. Genau in der Mitte vom Bild jetzt, in den oberen zwei Fächern. Noch nicht gesehen, bin ich gespannt. Werden wir auf jeden Fall probieren. Apache, Pascha Gold, die Kohlehersteller, kennt man ja auch schon. Stimulation ist natürlich auch wieder vertreten. Da bin ich auch gespannt, werden wir nachher auch ein paar Mal vorbeigehen. Hier in der wunderschönen Rosé Gold. Ich denke mal, das ist Rosé Gold. Und auch mit der Prisma Shisha. Also echt nice, bin ich gespannt. Smirna war letztes Jahr auch schon da. Mal gucken, müssen wir mal probieren, kann ich gar nicht so sagen. Sind 2003, also schon was länger am Start. Ja, kenne ich auch noch nicht. Also noch nicht wirklich probiert und so. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Noch nicht, kann ich noch keine Aussage zu treffen, sagen wir es mal so. Odoman auch wieder mit dem gewohnten Stand. Diesmal mit einer kleinen Business Lounge. Und hier ist dann der VUCA-Stand mit den bekannten, unglaublich schönen Pfeifen. Einige neue Colorways am Start. Sind wir mal gespannt. VUCA Tobacco ist hier natürlich auch zum Probieren mit dabei. Da mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie so eine Dose Mill mitbekommen oder sowas, weil der ist wirklich sehr, sehr geil. Auch noch nicht gehört habe ich Heisenberg. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier diese Bong-Marke ist. Gut, könnte man vielleicht eine andere Halle packen. Ich weiß nicht, Shisha-Bong muss man ja nicht immer so mischen, ne? Alpha Karma hat hier auch einen schönen Stand, relativ groß, dafür, dass sie jetzt nicht so krass bekannt sind. Kaya natürlich auch vertreten, hier hinten. Fast Coco, ready in einer Minute, also irgendwie Kokoskohle, die man auch einfach mit dem Feuerzeug anzünden kann, also eine Kokosnuss-Selbstzünderkohle. Da treffen wir wieder auf den Chris, der uns eben schon verfolgt hat. Und hier hinten ist der Black Coco Stand mit absolut geilen Tischen und Bänken. Das sieht mega chillig aus, da müssen wir auf jeden Fall dann auch mal eine Pfeife rauchen kommen. Sieht echt nice aus, wie gesagt, überall noch letzte Vorkehrungen hier. Ja, sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Smoker mit Alligator und Hukain ist hier auch mit am Stand. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Bin ich gespannt. Und dann sind wir schon wieder hinten bei Adalia. Aber wir gehen nochmal durch die Mitte. Ein paar Stände haben wir noch nicht gesehen. Unter anderem den Stand hier von Amy. Sieht auch wieder sehr, sehr nice aus. Man kennt den Amy-Stand ja. Ist gewohnt groß, pompös und schön. Mit einigen neuen Pfeifen, die ich noch nicht kenne. Zum Beispiel hier die riesige vorne in der Mitte direkt. Und auch die da oben kenne ich noch gar nicht. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Nebendran direkt eine genauso traditionsträchtige Marke, könnte man sagen. Alfacher ist natürlich auch wieder am Start. Na, kennt ihr das Video hier irgendwo her? Bestimmt schon mal gesehen, oder? Kennt ihr vielleicht aus unserem Intro, sieht ja so ein bisschen ähnlich aus. So nice. Ja, da schauen wir auf jeden Fall dann auch noch mal genauer vorbei. Bei Alfacher gibt es bestimmt auch wieder ein schönes Pfeifchen. Und dann Tom Coco, selbstverständlich auch hier in der Mitte vertreten. Neben uns, damit ihr euch orientieren könnt. Hier ist wieder der True Passion Stand. Hier dann wie gesagt Tom Coco. Da gehen auch schon die ersten Kohlen endlich an. Da werden wir dann bestimmt auch mal einiges probieren. Hier haben wir die schönen MVP-Pfeifen stehen. Sehr, sehr nice. Und ein sehr wichtiger Stand für mich. Ihr wisst es, ihr kennt meinen Lieblingstabak. Hier werde ich dann hoffentlich ganz, ganz oft zum Black Nana probieren kommen, beziehungsweise zum Rauchen kommen. Ich sehe da in der Mitte auch definitiv schon das ein oder andere Döschen. Black Nana. So, hier ist wieder Somo jetzt auf der linken Seite. Und dann ist hier noch Masaya. Und ich glaube, mit Black King sind das so die letzten Stände, die wir noch nicht gesehen haben. Ja, also hier noch Masaya mit dem MZA und natürlich auch mit dem normalen Masaya. Da ist auch schon wieder die riesen Wand aufgebaut. Ja, das war dann so der erste Rundgang. Hier seht ihr noch die ganzen kleinen Displays, die ganzen 50 Gramm Packungen. Ja, das war der erste kleine Rundgang. Ich würde sagen, wenn wir uns noch was genauer angucken, dann melde ich mich zurück. Wird bestimmt noch irgendwas kommen beim einen oder anderen Stand, wo
wo wir mit Leuten quatschen, wo wir neue Sachen probieren. Aber jetzt habt ihr erstmal eine Übersicht, wie die Messe so aussieht, was es alles gibt und ja, wie die Intertabak so aussieht von innen. So, wir sind jetzt gerade noch ein bisschen durch Halle 6 gelaufen. Und wen findet man in Halle 6? Odinson und Kismet. Hier Halle 6, Stand B30. David auch schon hochmotiviert vorbereitet hier. Kommt das jetzt in das Schälchen hier rein? Yes. Ah, sehr lecker. So, die kann ich mir da mitnehmen, die Schale, oder wie läuft das? Die Tüte. Die, den Zipper. Naja, so läuft das hier bei Kismet. Aber da werden wir nachher auf jeden Fall auch nochmal vorbeikommen, wenn denn dann endlich Pfeifchen zum Probieren am Start sind. Endlich, der Laden hat noch nicht mal auf hier. Ja, wir sind trotzdem schon da, ne? Ja, also schauen wir auf jeden Fall später nochmal vorbei. Die Shisha-Halle an sich haben wir uns ja schon angeguckt, aber jetzt sind wir gerade in so einer anderen Halle, Halle 6. Es gibt ab und zu, auch da ist ja auch schon wieder Hookah Masters hier, also es gibt ein paar Shisha-Marken, die dann hier auch noch vertreten sind in der Halle. Aber hier sind dann auch sehr, sehr viele Zigarrendinger dabei und andere Tabakhersteller und so. Ihr wisst ja, die Intertabak geht nicht nur um Shisha, es geht auch viel um Tabakherstellung an sich. Ist ja auch die Intersupply dabei, also da geht es dann um Maschinen, um Rohtabak, um Aromen und so weiter. Es gibt alles mögliche Raucherzubehör, also auch von hier Grindern, wie die da drinne sind, und Paper und Bongs und Zigarren und Zigaretten. Also hier gibt es wirklich alles. Sehr, sehr cool, auch mal hier in andere Bereiche abzutauchen, aber wir sind natürlich da, um hier überall Pfeifen zu probieren und zu gucken, was es so Neues gibt und mit den Leuten zu quatschen. So, ich bin hier gerade am Amy-Stand und da habe ich noch ein paar sehr interessante neue Pfeifen entdeckt. Unter anderem die hier, die hat es mir sehr angetan. Die hat weder einen Namen noch irgendeine Modellbezeichnung bis jetzt. Sie hat aber, was ich super cool finde, magnetische Anschlüsse. Und ihr seht auch schon, es ist eine Steckbowl mit einer sehr, sehr schönen Bowl, finde ich. Also die optisch sehr, sehr interessant, finde ich. Die anderen finde ich auch ganz schön. Das Holz hat hier auch so eine Blitzoptik, kennt man ja vielleicht schon von anderen Pfeifen. Sieht aber natürlich ein bisschen anders aus. Finde ich sehr cool. Und was krass ist, mir wurde gerade gesagt, angeplant, das muss natürlich nicht final sein, ne? Vielleicht ändert sich da noch was, sind 80 Euro Verkaufspreis. Das wäre absolut krass, ne? So russischer Stil, eine Pfeife für 80 Euro, finde ich heftig. Wir gehen mal eins weiter runter. Da gibt es die auch nochmal in Edelstahl, also habt ihr nichts um die Rauchsäule rum, für 60 Euro. Das ist natürlich auch krass, ne? Steckbowl, wenn euch die nicht gefallen, könnt ihr halt einfach andere draufpacken, man kennt es ja. Aber das finde ich echt mega interessant. Was auch noch neu ist, man kennt es ja, Amy, gerne mal sehr ausgefallene Designs, ist diese Pfeife hier. Ich glaube, Prestige soll die heißen. Auf jeden Fall krass ausgefallen. Vielleicht für die eine oder andere Shisha-Bar oder den einen oder anderen Liebhaber, der das Design geil findet. Meins wäre es jetzt nicht, aber gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Ne? Ein paar neue Tabaksorten gibt es auch. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht probieren wir auch gleich noch was. Schauen wir mal. Hier gibt es noch so eine Holzoptik mit leuchtenden Cuts drinne. Die Bowl finde ich eigentlich ganz süß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Carbon drauf packen würde. Und dann oben in die Rauchsäule Holz. Weiß nicht, ich finde, das beißt sich so ein bisschen. Aber auch da gibt es bestimmt genug Leute, die das schön finden. Ist halt immer Geschmackssache. Ja, das waren so meine Highlights auf jeden Fall. Also mein absolutes Highlight ist wirklich hier diese Pfeifen in russischer Optik. Finde ich wirklich sau interessant. Also die Pfeife hier in der Mitte für 80 Euro. Heftig. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie die so in Deutschland ankommen wird. Die Jungs chillen hier schon. Und wir trinken jetzt noch was Schönes und dann schauen wir uns mal weiter um. So, ich bin gerade noch mal am Alfacher-Stand, weil Alfacher bringt auch zwei neue Sorten raus. Das sind die zwei hier. Einmal der White Flash, das ist ein Ananas-Zitrone-Tabak. Und dann der Lucid Dream, da weiß ich gerade noch gar nicht, was drin ist. Den White Flash habe ich gerade schon probiert. Schmeckt an sich gut, erinnert mich aber irgendwie so ein bisschen an Blaubeere. Aber ich muss den auf jeden Fall noch mal daheim testen, bis ich da wirklich was zu sagen kann. Ich finde aber die neuen Verpackungen echt gut und die Fusion-Reihe bin ich froh, dass Alfacher das weitermacht. Wieder der gewohnt schöne Alfacher-Stand hier oben mit dem riesen Screen, oben drüber noch Business Area. Und hier kann man natürlich noch ein bisschen Pfeife rauchen. Ja, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter und gucken uns mal noch ein bisschen um. So, wir haben hier gerade noch den Moritz getroffen von Moos und der hat natürlich auch ein paar schöne Sachen dabei. Dann einmal mit Gold versehen in Grün,
Einmal das grüne mit den weißen Streifen. Ich glaube, die mit den weißen Streifen sind sogar mein Favorit. Oder das mit Gold und Schwarz. Oder noch, wie heißt nochmal, Split, ne? Mit Holz. Ja. Ja, auch sehr, sehr geil. Und ihr wisst ja Bescheid, Leute. Code SWG10 und ihr spart 10% im moosshisha.de Online-Shop. So, jetzt sind wir gerade noch mal kurz bei Aladin. Hier gibt es nämlich ein paar neue Pfeifen. Das ist die große, die 600er-Reihe. Ein paar sehr, sehr schöne neue Bowlformen, wie ich finde. Die kennt ihr ja schon von meiner 470. Die steht ja auch hier nebendran. Na, die habe ich ja, die 470. Aber die gibt es jetzt eben auch noch mal in groß mit dieser Bowl, die echt krass aussieht. Ich finde, auf der Kamera kommt das gerade gar nicht so geil rüber, wie es in echt ist. Ich finde die in echt auf jeden Fall noch mal deutlich geiler. Und die, wie gesagt, kennt ihr ja von meiner 400er, aber jetzt eben auch in der 600er. Und was ich auch super cool finde, sind diese Schlauchanschlüsse. Ich finde, die sehen echt cool aus. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der Niklas aka Cryptic Hooker ist hier auch gerade am Rumspielen an der Fancy Shisha Original. Ja, auf jeden Fall einiges zu sehen, auch bei Aladin. Schöner aufgeräumter Stand. Ich meine, die haben ja auch genug Produkte, die die hier irgendwie zeigen müssen. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr cool aus. Natürlich auch noch ein paar andere Pfeifen am Start, die über die Jungs auch weggehen, ne, die auch bei denen im Shop sind. Die Stimulation zum Beispiel. Oder hier noch so die klassischeren Aladin-Modelle, die man ja schon so kennt. Tom Kohle, Shisha-Turbine, alles hier am Start. Masaya ist auch noch hier mit dabei. Also auf jeden Fall einiges zu sehen bei Aladin. So, jetzt gibt es gerade noch ein schönes Köpfchen bei Almani. Wir testen gerade noch weitere von den neuen Alfacher-Sorten. Hier ist der Frozen Raspberry drin. Könnte sogar mein neuer Favorit sein von Alfacher. Sehr, sehr geil. Ich bin gespannt. Man muss natürlich erstmal noch daheim testen, bevor man da wirklich was zu sagen kann. Aber Köpfchen ist jetzt durch. Jetzt ziehen wir weiter. Aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Bin echt gespannt, wie das dann so daheim laufen wird. Aber wie gesagt, erster Eindruck von dem Frozen Raspberry, sehr, sehr nice. So, selbstverständlich auch am Start Somo. Da hinten stehen noch die Aeon Boys. Hier laufen auch richtig gute Pfeifen. Schön die Lounge Mini am Start mit gescheiten Köpfen. Sehr, sehr nice. Ist auf jeden Fall schön, mal irgendwo einen Funnel rauchen zu können. Und der Stand natürlich wie immer sehr, sehr gelungen. Viele bekannte Gesichter auf jeden Fall am Stand von Somo hier. Da oben seht ihr noch ein paar Eindrücke, was so alles Social Media Marketing mäßig bei Somo in Brasilien abgeht. Auf jeden Fall kranke eigene Race Teams, Race Sponsorings und so weiter. Saugeil. Oben noch Business Area. Hier unten kann man schön probieren und rauchen. Auf jeden Fall echt stark. Und was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ein Besuch am Nameless-Stand. Und ich glaube, ihr wisst ganz genau, auf was ich es abgesehen habe. Nicht nur ich, der Niklas steht schon an meinem Objekt der Begierde. In der Pfeife läuft, dreimal dürft ihr raten. Was? Was? Black Nana! Korrekt, da oben steht's. In der kleinen Packung. Ich bin eigentlich mehr interessiert an der Kilodose. Die sehe ich aber gerade gar nicht rumstehen. Ist gut der Kopf? Zeig ich mal her, Jung. Oh, gute Wolken auf jeden Fall. Tablet Smoke, Tonkopf und natürlich auf der Simplex hier. Man kennt es ja. So, servus Leute, wundert euch nicht über das kleine Mikrofon, aber auf so einer lauten Messe muss man auf jeden Fall das Mikrofon nehmen, das am nächsten an einem dran ist, damit ihr nicht zu viele Umgebungsgeräusche habt. Ich mache hier gerade bei Nameless eine kleine Black Nana Pause. Ihr wisst Bescheid, das muss auf jeden Fall drinne sein. Deswegen, ich gönne mir jetzt hier in der kleinsten Pfeife, die ich jemals geraucht habe, so ungefähr. Ihr habt sie gerade gesehen. Ja, wir machen hier kurz Pause, dann quatschen ein bisschen mit den Jungs und dann geht's weiter zum nächsten Stand. So, jetzt sind wir gerade, ich glaube, ich habe schon wieder jedes Take einfach mit so angefangen. Wir sind jetzt gerade noch kurz bei El Badia, ein französischer Händler, was Shisha-Kram angeht. Und die machen auch den bekannten Kasakov oder Kasar, wie die Franzosen anscheinend sagen. Oder auf Englisch sagen sie auch Quasar, also was auch immer ihr hört. Es scheint beides richtig zu sein, je nachdem, ob man die deutsche, die englische oder die französische Aussprache wählt. Aber ich habe jetzt auch einen davon, also freut euch auf jeden Fall drauf. Gibt es bestimmt wieder ein Unboxing. Ihr habt oben die Kohle drin, unten habt ihr einen Glaskopf. Ihr braucht keine Dichtung, direkt Silikon.
auf die Pfeife und dann kann man losrauchen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber quatschen. Ich werde den ein bisschen testen. Ihr wisst ja, ich teste Produkte gern 2, 3, 4 Wochen, bevor ich da was zu sage. Vielleicht gibt es auch einen Ersteindruck, aber ich denke mal, der Ersteindruck wird direkt beim Unboxing dabei sein und dann wird es noch ein Review geben. Aber sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Den Casa 2 habe ich ja auch gerne benutzt. Auch wenn er schwer zu reinigen ist, funktioniert, hat er wunderbar. Als nächstes besuchen wir gerade den Holsterstand. Nicht nur, dass es jetzt auch den neuen Mr. John gibt, nein. Holster hat ja auch, wie ihr sicher mitbekommen habt, neue Köpfe rausgebracht. Sehen auf jeden Fall krass fancy aus, haben so einen grünen Ton. Und ich glaube mal, hier sieht man das besser. Ja, hier sieht man das deutlich besser. So einen schönen grünen Ton, gibt echt viele geile Colorways. Sieht man auch hier unten nochmal schön groß mit den Namen von den verschiedenen Colorways. Sind auf jeden Fall einige schöne dabei. Ich habe den eben hier schon einmal geraucht, aber ich werde auf jeden Fall auch einen mitnehmen. Und dann werden wir das daheim mal im eigenen Setup testen. Aber sind echt mega, mega schöne Colorways dabei. Ich finde den hier einfach brutal. Für den habe ich mich auch gerade entschieden. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Welcher war denn das? Ich glaube, das war hier der Nano, oder? Ja, sieht so aus. Ne, der Nano ist ja heller Ton. Da müsste das der Trakaris sein. Also den fand ich auch brutal. Werde ich auf jeden Fall mal daheim testen. Und dann werden wir das sicher mal in einem Review oder in einem Kopfbau-Video sehen. Aber auf jeden Fall schöner Stand. Erster Eindruck von Mr. John auf jeden Fall gut. Ich glaube, wäre für mich eher was ich gemischt rauchen würde. Aber da Team Holster am Start. Ja, wir haben eben noch Eiskaktus geraucht. Ihr wisst es ja, Leute. Riesenfan vom Eiskaktus. Brutaler Tabak. Meine erste Dose war innerhalb von 2 Tagen leer. Ja, auf jeden Fall heavy, heavy. Sehr, sehr cooles Zeug dabei. Ah, hier sind auch nochmal die Köpfe in ordentlicher Beleuchtung, wenn ich mich nicht vors Licht stelle. Ah, die sehen schon echt verdammt schön aus. Also, bin ich auf jeden Fall gespannt. Werden wir daheim mal in Ruhe testen. Und ich habe gerade gesehen, guck mal, wir können ein bisschen spionieren. Schaut mal, wer da sitzt. Black Shisha auch am Start. So Leute, geblendet im Sonnenuntergang. Der erste Tag geht zu Ende. Morgen bin ich auch nochmal hier. Aber für das YouTube-Video soll es das von heute gewesen sein. Ich hoffe, der Eindruck von der Messe hat euch gefallen. Morgen dreht sich dann alles um die Instagram-Story. Da habt ihr auch hoffentlich heute, also wenn das Video rauskommt, natürlich schon vor ein paar Tagen, ordentlich was gesehen. Aber das war der erste Tag in der Tabak. Ich bin ganz schön fertig, aber wir haben auf jeden Fall viele, viele interessante Sachen gesehen. Jetzt geht es noch zu JP und Burger essen. Aber ansonsten war es das. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder Abo da, wenn das so sein sollte, damit ihr auch nächstes Jahr oder im April die ganzen Messe-Videos nicht verpasst. Wir sehen uns.